werde Sie nicht allzu lange aufhalten. In diesen schönen Hallen hier ist es wirklich schade, wenn man hier nicht sitzt, sondern durch die Gänge wandelt und die schönen Bilder anschaut. Wenn man sieht, was hier geschaffen wurde, ist das eine ganz, ganz tolle Sache. Ich wünsche Ihnen natürlich weiterhin viel, viel Erfolg und Ihnen vielleicht noch ein Bonmot zur Kunst. Nicht jede Kunst ist eine gute Anlage, aber gut anlegen ist jedes Mal eine Kunst. In diesem Sinne. Als wir aufgetreten sind, zum ersten Mal hat man uns totgesagt und angekündigt, das kann alles nicht funktionieren. Nein, im Gegenteil, es hat sich das Unternehmen erstaunlich entwickelt und dieses gute Leben, das hält jetzt immerhin 20 Jahre an und wir funktionieren eigentlich tadellos. Die Auktion ist immer wieder sehr, sehr aufregend, muss ich sagen. Also ich mache seit kürzerer Zeit selbst die Auktionen am Pult. Das ist eine Situation, die im Saal stattfindet, wenn 4 oder 5 Bieter und 3 Telefone an einem Gegenstand Interesse haben, wie der dann explodiert. Wenn man sich in ein Bild verliebt hat, muss man genau zu diesem Zeitpunkt, wo es ausgerufen wird, eigentlich zuschlagen. Oder es besteht die Möglichkeit, dass ein anderer Bieter hier mehr Glück hat und erfolgreicher ist. Und das bereut man dann vielleicht. Also es ist der Moment, der hier so prickelnd ist, auch in der Auktion. Dieser Augenblick. Dort hat man ein Herzflattern, da ist man aufgeregt. Bekomme ich es nicht, bekomme ich es günstig? Und da geht es mir genauso, wie der Michel vorher gesagt hat. Ich habe Herzflattern, ich bin aufgeregt. Das ist eine Stimmung, die eigentlich gar nicht wiederzugeben ist. 190.000. Man publiziert ein Werk und wartet, wer unter diesen 100, 300, 500 Leuten, die bei der Auktion da sind, sich für das interessiert. Oft weiß es schon im Vorhinein nicht einmal das Auktionshaus, weil sich der erst nach dem Erwerb outet als ein potenzieller Sammler. Der Galerist kommt schon gar nicht an diesen potenziellen Sammler heran. Die Händler sehen uns als ihre Partner und auch als Informanten, als echte Helfer. Das ist die Grundvoraussetzung, dass man Vertrauen hat, sie zu uns Händlern und wir zum Auktionshaus. Wenn ein Künstler nie in ein Auktionshaus kommt, dann entwickelt sich kein Markt, dann hat man keinen Vergleich von den Preisen. Erfahrungsgemäß, auch das ist unsere Eigenschaft, unser eigentliches Verdienst, möglichst viele Interessenten zu begeistern und zusammenzubringen. Es ist, glaube ich, die Größe des gewachsenen Nachfragemarktes, die maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass Auktionshäuser so erfolgreich geworden sind, auch in der zeitgenössischen Kunst. Das heißt, im Endergebnis kauft der Kunstliebhaber, der bereit ist, am meisten dafür auszugeben, von dem, der es hergeben will. Also es ist eigentlich eine Situation, an der alle nur Vorteile haben. Ich glaube, die ganz große Leistung dieses Kinski ist heute, dass es wirklich den Standard der Auktionskataloge gehoben hat, die Provenienzforschung vor der Einbringung zu einer Selbstverständlichkeit gemacht hat, dass es die professionelle Betreuung der Kunden und Vorhaber schon der Ware durch Experten wirklich auf ein Niveau gehoben hat, wie es das so in dieser Form in Österreich vorher nicht gegeben hat. Aber wenn man mich fragt, was ist typisch für dieses Haus, das ist kaufmännische Korrektheit, hohe Qualität, Seriosität in der Abwicklung und echte Partnerschaft. Wir sind kein großes Haus, wir sind nicht Christis und Sassebis, wir sind ein kleines persönliches Team und gehen auf die Wünsche der Privaten ein. Man kennt sich, man ist wer, jeder schaut dich freundlich an, man kann sprechen mit den Chefs. Und das ist eine tolle Sache.
Das andere ist natürlich, dass ich zum Kinski sagen muss, so jung es ist, es hat den Wiener Kunstmarkt verändert, aber es gibt das Auktionsgeschäft schon wesentlich länger. Es gibt es in Wahrheit bereits, wir wissen, seit 2.500 Jahren. Nur über lange Zeitraum hat sich der Auktionsmarkt nur auf den Sklavenhandel konzentriert und erst sehr, sehr spät im 18. Jahrhundert auf den Antiquitätenmarkt, ein bisschen den Zeitschriftenmarkt, den Büchermarkt und erst sehr, sehr kurz her, also es ist vielleicht jetzt 40, 50 Jahre, dass auch Kunst gehandelt wird. Niemand mehr als 160.000 zum Ritter. Wie lange haben Sie schon gesammelt? Seit ungefähr 5 Jahren sowas. Okay, okay. Finden Sie, dass in diesen 5 Jahren sich was verändert hat? Oder? Naja, was hat sich verändert? Die Preise sind gestiegen, das ist das Augenscheinlichste. Man sollte noch viel mehr Kunst kaufen. Das ist noch viel zu wenig, weil das ist eine Anlage, die hält. Also Kunst ist an und für sich beständig. Vielen Dank, es war eine tolle Auktion. Gratulation. Kunst hat es gegeben schon vor mehreren tausend Jahren. Schon die Höhlenmalerei war Kunst. Eigentlich der Grund der Kunst ist viel, viel weiter zurück, als wir alle glauben. Eigentlich seitdem die Menschen sich sozusagen ansiedeln oder seitdem Menschen es gibt, befassen sich die auch mit darstellender Kunst. Für mich ist Kunst, wenn ein Objekt, egal ob es Bild ist oder Skulptur oder sonst irgendwas, die Leute bewegt. Ich komme hier herein, das ist für mich wie ein Geschenk, in dieses wunderbare, prächtige Haus zu kommen mit der Kunst. Ich meine, es ist Raum und Platz, um sich die Sachen anzusehen. Ich finde, sie sind sehr schön ausgestellt. Mit dieser Horizontalen, die da durchgeht, finde ich total schön. Ein wunderbares Bild und man kann da sehr viel hineininterpretieren. Eigentlich möchte man es gleich kaufen. Ich glaube, Auktionshäuser sind da ein sehr gutes Mittel, um die Kunst eben unter Menschen zu bringen und damit, dass man sie einfach nicht nur im Museum besichtigen kann. Und das schätze ich hier an dem Haus Kinski so sehr, dass dieses Repertoire an verschiedenen Stilen so immens groß ist, ja? Und dass sie so viel bieten können und bei jeder Auktion. Wir leben in einer Zeit, die eine große Fülle von Möglichkeiten bietet, aus finanziellen Gründen. Und da ist der Kunstkauf eine Sache, die sehr befriedigt und die einen sehr glücklich machen kann.